Es ist Kreisler. Ich bewundere zutiefst die Art, wie Georg Kreisler reimt. Ich sitze gern im Wirtshaus am wirtshäuslichen Herd. Dort sitz ich wie bei mir zaus und werde nicht gestört. Wir sitzen zusammen in der Laube und der jeder vergiftet der Taube. Ich meine, das muss einfach mal einfallen. Als der Zirkus in Flammen stand, sprangen brennende Artisten auf die Rücken der Touristen, denn sie hatten kein Netz gespannt. Ich weiß nur, dass er dieses Trauma der Vertreibung und der Emigration nie losgeworden ist. Fokussiert auf den Ort, wo er es erlebt hat, nämlich Wien. Ich nicht verpassen, mir das Messer schleifen lassen und dann muss ich die Pistolen vom Pistolenputzer holen. Eine Sense muss ich borgen, das Arsen, das kommt erst morgen und ein kleines Tomahackerl. Vielleicht. Ich habe ihn sehr bewundert für seine Sturheit. Dieses Misstrauen. Und weil vieles an den Liedern viel persönlicher ist, als man beim ersten Hören glaubt. Ein ganz starker Gefühlsmensch. Und das bricht immer wieder vor allem in der Musik durch. Das gehört eben zu einer gewissen Art von großem Künstler. Er weiß es nicht, wo es herkam. Und dann ist die